Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich möchte euch in dieser Folge das Attribut Vertical Align vorstellen. Und Vertical Align hat relativ viele Werte hinten, die man hinten einfügen kann. Ich habe euch gar nicht alle jetzt aufgeschrieben. So Top, Middle, Bottom, Super, Sub oder Sub und Baseline. So, für wissenschaftliche Texte ist mit Sicherheit sind diese beiden am wichtigsten, weil die eben einmal für Fußnoten zum Beispiel verwenden oder für Indexzeichen. So, aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Ganze aussieht. So, und dazu, ja, hier. Moment, na. Gut, okay, ich habe es noch nicht abgespeichert gehabt. Ich habe gerade eben alle Sachen rückgängig gemacht. So, ich gehe jetzt hier in eine meiner Textzeilen hinein und gebe dort ein Style, jetzt gleich mache also ein Inline-Style und dann Vertical Align Doppelpunkt und dann mache ich einfach jetzt mal Sub. Semikolon darf man nicht vergessen, sonst gerät das manchmal wirklich in oder macht das komische Sachen, was wir nicht haben wollen. So, und ich öffne das Ganze jetzt mal und lade es. So, und jetzt seht ihr hier, der hat mir innerhalb des Textes, hat er mir einen Teil des Textes nach unten gerückt, nämlich das, was wir mit Sub markiert haben. So, und das gibt so eine Art Indexzeichen, um das vielleicht mal deutlicher zu machen, schiebe ich das Ganze mal hier ein bisschen anders zusammen und mache dort einfach mal eine 2 draus und wenn wir uns das Ganze ansehen, dann müsste der mir jetzt hier an den Text eine 2 als Indexzeichen dran setzen. So. Das macht er. Das sieht noch nicht gut aus. Man müsste also noch die Schriftgröße verändern. Und das kann ich auch nochmal schnell machen. Die Font Size auf, na, sagen wir mal, 7 Pixel. Und dann dürfte das Ganze wie schon etwas besser aussehen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen arg klein jetzt, na, aber da jetzt seht ihr, habt ihr hier so ein kleines Indexzeichen. Machen wir mal 10 draus, dann sieht das besser aus. Gut, ja, so, das wäre die eine Möglichkeit, dass man eben so ein Indexzeichen setzt. Jetzt könnte man das Ganze auch mit Vertical Align statt nach unten nach oben setzen. Das kann man mit Super machen und das sähe dann so aus. Und jetzt sitzt die 2 oben am Text dran, wie eine Fußnote oder wie, was weiß ich, bei Quadratzahlen man das macht. Dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich möchte das Ganze mit Pixeln angeben und sage, ich möchte mal 30 Bildschirmpixel als Verrückung ansehen oder angeben. So. Und dann rückt er das 30 Bildschirmpixel nach oben. Das heißt, ich kann da auch ganz wüste Werte angeben. Ich kann auch 100 Bildschirmpixel angeben. Oder ich kann auch zum Beispiel angeben 3 EM. Und das wäre eine Möglichkeit. Ja, jetzt hat es mir hier gar nicht angezeigt. Machen wir mal 2 EM. Ja, so. Dann rückt er mir das Ganze um 2 Einheiten nach oben. Relativ gesehen natürlich in diesem Fall. Oder ich kann zum Beispiel auch sagen, ich gebe hier einen negativen Wert an, wie zum Beispiel minus 30 Pixel. Und dann würde er mir das Ganze nach unten rücken. Und genauso kann ich einfügen, zum Beispiel ein Top. Das sieht jetzt nicht wesentlich anders aus als
als Super, dann rückt er mir das an die obere, an die obere Rahmenlinie von der Zeile. Und das so, und ihr seht, das ist eigentlich jetzt hier bei so kleinen Sachen gar kein Unterschied mehr zu dem Super-Befehl. Und genauso kann ich Mittel und Bottom einsetzen oder Baseline. Baseline ist relativ uninteressant meistens, weil es genau an der unteren oder an der Linie ausrichtet, auf denen die Buchstaben normalerweise gesetzt werden, also ohne Unterstrich. So, und solche Sachen. Ne? Also das kann man mit Vertical Align machen. Wie gesagt, es ist für manche Textformatierungen ist es ganz interessant. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch noch so einen kleinen Befehl, mit dem man sich so bestimmte Sachen gestalten kann. Auch nichts Großartiges, aber manchmal braucht man es eben doch. Bis zum nächsten Mal dann.